Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder und vermutlich das letzte Mal LS22 am Hofkneisel in unserem Realismus-Selbstversuch auf der Erlerbach V2 im Privatumbau. Ja, es ist Sonntag und zu diesem Zeitpunkt werde ich schon den 25er vermutlich spielen. Und das ist sozusagen jetzt für mich persönlich und ich will einfach, hol dir Käffle, sitz nah, mach dir einen entspannter Tag, schau mir hier ein bisschen über die Schulter, sozusagen zu meiner finalen Folge hier. 249, wir schaffen die 250 aktuell nicht. Ich möchte mich nicht irgendwo festlegen und sagen, das war's oder es kommt was. Ne? Wir schauen mal. Ich möchte mit euch so ein bisschen drüber gehen. Einmal hier vorne. Wir sehen hier ja noch so ein bisschen Altbestände. Hier hat das ganze Elend angefangen vor 249 Folgen. Ihr seht, da stehen ja auch noch die Ballen. Ne? Die wollten wir ja nicht rüber transportieren. Deswegen haben wir damals eine Folge verwendet dazu und haben das da drüben direkt eingelagert. Deswegen steht es noch hier. Ihr wisst, ich bin korrekt, was es angeht. Was soll ich auch kein Hehl drum machen? Ich bin es voll gewesen, das alles rüber zu kutschieren. Wir haben das drüben eingelagert und das hier stehen gelassen. Plus als Beweisstück, dass wir da irgendwie ein Geld draus gemacht haben. Ne? Das steht immer noch. Ja, hier hat alles angefangen mit Höhen und Tiefen. Und zwar, wir sind jetzt rechts oben, sechstes Ingame-Jahr. Den Wechsel aber von der V1 auf die V2, die ja leider nie gekommen ist, und kommen wird. Also es hängt alles so ein bisschen in der Luft. Fragt da bitte Mosak, da kann ich euch nichts dazu sagen. Haben wir vergessen, ein Jahr mitzunehmen. Deswegen, wir sind eigentlich in 7 Ingame-Jahren. Und es hat es bis dato bei mir nie gegeben, schon gar nicht 249 Folgen. Wir haben hier tolle Sachen miteinander erlebt, weil ohne euch da draußen gäbe es das nicht. Und schon gar nicht in dieser Dimension. Und ich würde mir richtig einen inneren Weihnachtsmarkt freuen, wenn wir im 25er wieder so ein Projekt gemeinsam starten könntet. Also da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ich hoffe, da kommt bald eine Karte, wo uns auch ja so flasht wie die Erlerbach. Was steht heute an? Ich möchte mit euch nochmal, ich bin jetzt in den Juli rein, wir werden jetzt dann in den August reingehen. Es ist, by the way, tatsächlich so, ne? Es wächst nicht. Und ich weiß nicht, warum. Wir gehen in den Juli rein. Habe ich jetzt Juli gesagt? Ich meine in den August. Und damit wir mal sehen, wie viel Geld wir sozusagen verdient haben in diesem Monat. So. Es ist nicht mehr ganz so viel rumkommen dabei. Oh doch, guck mal, jetzt kommt da aber was. Das haben wir aber weit vorspulen müssen. Das ist schon mal gut, zumindest ist der Spielstand nicht tot. Das freut mich doch schon mal an der Stelle. Haben wir so spät angepflanzt? Okay, nehmen wir so mit, wie es ist. So, es wird sich aber heute nicht um Realismus drehen, denn wir haben uns, beziehungsweise ich habe mir eine Mod draufgeladen. Und ich hoffe, die ist hier drin. Da. Das ist ein Autoload. Und zwar Viehanhänger brauchen wir nicht. Alter Schwede, was gibt's denn alles für Versionen? Gibt's denn auch in normal? So. Den hier. Reifenvariante, Holz, das müsste alles automatisches Laden von Ballen. Nee. Das müsste eigentlich in Paletten müsste es eigentlich auch geben. Mich dünkt, ich hatte doch. Ich weiß, ein Micha seiner müsste das können, obwohl es ist auch ein Ballen. Wir hatten doch Paletten. Gibt es da irgendwie extra Geschichten? Lass mich da noch mal ganz kurz gucken. So, neuer Versuch. Wir wollen nämlich einmal ganz kurz den Hof wechseln. Dann wollen wir nämlich hier drüber Anhänger. Jetzt gucken wir mal. Ich habe noch mal
hereingeschaut. Ich habe mich, glaube ich, durch das Autoload-Symbol ein bisschen verwirren lassen. Pass auf, wir machen es anders. Wir können uns einen LKW nehmen. Jetzt weiß ich nur nicht. Ich brauche da einen, ne, mit so einer Geschichte. Den können wir mieten. Und nein, da dazu brauchen wir jetzt. Boah, ist der vielleicht hier wieder drin? Ich bin mir sicher. Wo gehören die Anhänger rein? Waren die hier? Das sind so LKW-Anhänger. Also sowas wie hier. Haben die irgendwie einen extra Reiter? Ich habe sowas halt noch nie verwendet, ne? Da, das sieht doch gut aus. Paletten, Autoload. Hier, waren wir Giants mieten. Können wir da vielleicht... Warte mal, das ist eh ein Auflieger, ne? Dann können wir das nochmal anders machen. Dann brauchen wir nämlich einen Auflieger. LKW. Dann nehmen wir den hier. Kann ich den aber bitte in... Können wir den in Giants Rot nehmen vielleicht so? So, mieten. Dann können wir den wieder zurückgeben. So, das sollte nun funktionieren. Denn wir werden jetzt gleich die ganzen Paletten aufladen lassen. Wir werden nicht nochmal so ein Drama veranstalten wie beim letzten Mal. So, ich glaube jetzt müsste es... Wieso muss man den von innen? Okay, von mir raus. Okay. Lass uns den mal gerade hinstellen. Dann machen wir als nächstes direkt mal noch ein Bild. Das letzte Mal auf der Ellerbach ein Screenshot. Ach Gott, es ist ein merkwürdiges Gefühl. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man so lange auf einer Karte ist. So, Autoload einschalten. Einmal X. Können wir aber noch die Plane öffnen? Jo, und dann können wir mit X anschalten. Jetzt kommt da klar die Frage, nimmt er das auch trotzdem von der Seite? Der ist eh noch beschäftigt mit Öffnen. So, Anhänger auffüllen. Irgendwas passiert. Ich sehe aber keine Paletten. Wohin verschwinden meine Paletten? Ich hoffe, die spawnen da gleich da drin. Ich sehe da nichts spawnen. Ich sehe nur, dass er irgendwas wegnimmt. Ich glaube, ich mache hier gerade meine ganzen Euros zunichte. Normalerweise müsste es doch bestimmt da drin spawnen. Naja, wir lassen es mal machen. Wisst ihr warum? Oh oh. Jetzt geht's, glaube ich, ne? Anhänger füllen, Start. Ja. Okay, jetzt geht was. Es könnte jetzt, na klar, sein, dass wir den einen oder anderen an den Lohner geschenkt haben, aber rein theoretisch ist es doch egal. Nee, der muss es trotzdem da reinpacken. Wir lassen den mal machen. Es geht ein bisschen was rein. Es geht ein bisschen was weg. So, wir können ja mal so lang zu den Schweinl gehen. Schweinl, komische Schweine. Zu den Hühnchen. Denn wir wollen hier auch nochmal so ein bisschen Dampf reinlassen. So, 60 Hühner. Dass da auch ein bisschen was geht. Optisch sehen wir nicht mehr. Aber 420 Euro, weißt du, das kostet ja nichts. Also bitte. Oh, das sieht schon gut aus, ne? Mit dem Nebel so. So, geht da noch was? Es läuft weiter. Naja, er nimmt jetzt natürlich auch ein paar Monate auf, wo wir vorgespult haben. Ne? Ihr seht, es spawnt immer
weiter nach. Ich glaube, ich gehe noch mal einen Meter zurück. Ich darf bloß den Spawn nicht blockieren. Guck mal, der nimmt er nämlich von der hinteren jetzt auch weg. So, lass uns mal so ein bisschen nachrücken und dann noch mal rausziehen. Okay, es nimmt weiter Fahrt auf. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar tausend Liter am Start. So, was haben wir denn sonst noch? Wir können ja so lange mal noch gucken, was unsere Tiere machen. Wir haben hier Richtung Kälberstall. Also wir haben am Kälberstall 5 Tiere drin. Die Bullen und Farsen müssen eh dann wieder raus. Wir haben aber hier 2 Kälber. Ein Kalb. Ein Kalb. Da ist nochmal was. Ich muss das immer testen. Farse, Farse, Kuh, 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 Kuh. Dann können wir mal rübergehen. Und dasselbe können wir hier machen. Das geht jetzt ganz hier rüber. Machen wir erstmal zum Bullenstall. 4 Bullen. Halt. Falsch rum hier. Ein Bulle in den Bullenstall. Die Farse muss dann nachher rüber. So, da müssen wir nämlich nochmal rein. Die soll nämlich ja in den Melkstand. Hier haben wir auch noch eine. So, es sieht aktuell wie folgt aus. Wir haben hier 8 Kälber. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen oder später dann mich, wisst ihr, wenn ich mal gucken will, was war denn Status Quo. Wir haben hier 11 Bullen. Hier haben wir ja gesagt, glaube ich, 30 war das Limit, ne? Monat 30. So, und dann haben wir hier drüben noch. Fersen. Das kann sich sehen lassen. Nee, hätte ich nie gedacht. So, wie sieht's bei dir aus? Bist du schon voll? Eigentlich kannst du ja bis unter das Dach nah, ne? Bis unter das Dach nah. So, wir machen es heute ganz gemütlich, ne? 12 Minuten. Ah, ich nehme mal eine bequeme Position heute ein. Wir machen erst den hier voll. Ich glaube, das war's zumindest von der Reihe hier. Okay, ich habe nichts gesagt. Da kommt noch was. Ich bin echt froh, dass das hier drüben nun auch funktioniert hat. Das wäre ja wieder was gewesen. Also es kann gut sein, ne, an der Stelle nochmal, dass ich vielleicht am Montag doch Bock habe, nochmal so ein bisschen Ellerbach zu zocken, weil mich das 25er langweilt oder vielleicht gar nicht so gut läuft oder vielleicht ist er auf dem Postweg verschollen gegangen, ne? Also da wollen wir mal nicht so sein. So, BGA und so weiter, das läuft ja alles. Da können wir eigentlich nichts machen. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis es voll ist. Ich würde sagen, pass mal auf, ich mache das mal ganz kurz voll. So, kann es sein, dass dieser Anhänger nur Sorten rein transportieren kann, weil er hat nichts mehr aufgenommen. Deswegen habe ich das jetzt einfach so reingeschmissen, dass wir nicht 100-mal fahren müssen. So, jetzt kann ich aber mit Sicherheit das ganze Ding wieder zumachen, oder? Auto laut ausschalten. Plane schließen. Y. Machen wir mal wieder zu. Sicher, dass wir da nichts verlieren. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg mit dieser Geschichte. Und ich habe den starken Bauer direkt schon mal an, weil ich weiß, mit der Karre bleibe ich definitiv hängen. Die ist ja noch kritischer als diesen XXL-Drehschemel. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich wollte jetzt nicht das Ganze so gestalten, dass wir alles verkaufen. Das hatte ich ja so in Gedanken so ein bisschen, dass wir eventuell das Ganze verkaufen. Hallo, komm, gib mal Gas. Damit wir sehen, wie viel Euronen wir zur Verfügung haben für das neue Projekt und so weiter. Aber nee,
Nee, das fand ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool. Deswegen dachte ich, wir machen hier so einen Sonntagsabschluss ganz gemütlich, gucken natürlich, was haben wir jetzt noch an Geld am Hof und machen dort eine Vollbremsung sozusagen vom 22er. Und dann schauen wir mal. Ich fahre mal rüber und dann sehen wir uns gleich. Ich habe die Kabel mal wieder vergessen. Also in der letzten Folge kommt noch alles zusammen. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, warum fährt denn nur 9 km/h? Ja, es ist ein komisches Gefühl, ne? Wenn man so die letzten Wege mal hier abfährt. Man weiß ja nicht wirklich, geht es dann mal weiter oder. Es ist ja gang und gäbe, ne? Also ich sag's immer wieder, ich bin genauso YouTube-Konsument, so wie ihr halt auch. Und da gab es schon der ein oder andere Kollege, zum Beispiel ein Felix, der zurück auf den 17er ist, obwohl der 19er da war. Bloß mal so als Beispiel. Das kann natürlich sein, dass es das bei mir auch passiert, ne? Deswegen will ich das jetzt noch nicht sagen, das war's. Aber es ist zumindest mal bis jetzt, das war's. So, ein letztes Mal was verkaufen. Gucken, was rumkommt. Die Frage ist, kommen wir rum? Nein. Wir kommen nicht rum. Ja. Ein letztes Mal speichern, sozusagen. Da müssen wir hin. Also, Grüße gehen raus an alle LKW-Fahrer. Ich habe den größten Respekt vor euch, wie ihr diese Dinge handeln könnt. Keine Ahnung, wie ihr das macht. So. Er verkauft schon alles. Jetzt ist na klar spannend, ob er auch den Salat dann alles verkauft und wie ich die Erdbeeren verkaufe. Ob ich die extra nochmal entladen muss oder so. Das weiß ich nicht. Nee, der Erdbeeren nimmt er auch raus, ne? Okay, es sieht so aus, als würde er alles entleeren. Gucken wir mal. Bisschen ist noch was drin. Komm, nimm alles raus. Plane öffnen. Lass mal sehen. Nicht, dass wir was drin liegen lassen und wieder nach Hause nehmen. Das wäre ja ganz kritisch. Guck mal, da hat es noch ein paar Eier. Wir brauchen Eier. So. Nimmst du die hier auch noch mit? The good ones? Jawohl. Okay. Es läuft, es läuft, es läuft. Wir verdienen noch Haufen Geld. So. Das kann sich doch sehen lassen. Wir gehen sogar mehr als nicht nur Minus aus dem Projekt raus. Wir haben ein ordentliches Plus. In dem Sinn, Freunde, nochmal vielen lieben Dank für dieses tolle Projekt. Ich hoffe, ihr habt Lust auf weitere Projekte, nicht nur aufs Mappen, sondern auch aufs Zocken. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ja, gerne ein Abo dalassen, kostet dich nichts. Und dann sehen wir uns bald gemeinsam im LS25, Freunde. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Es tut weh. Ich möchte nicht Stopp drücken. Oh, ciao.